Guten Abend, Tanja. Hier sei wie war da mal die gute Nachtgeschichte von Tante Anna. Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelzelt? Weißt du, wie viel Kindlein früh stehen aus ihrem Bettlein auf, dass sie ohne Sorg und Mühe fröhlich sind im Tageslauf. Gott im Himmel sorgt für alle, danke ihm mit frohem Schale. Denn er sorget auch für dich, denn er sorget auch für dich. Tanja, nu es dort war da se wit, dort wir wären de gute Nachtgeschichte horchen. En de Fasch, wo dat jünd wer verlesen, de es ut Hiob 13, Fasch 8 en 9. Dort heute so, also, welli Gottes Sach vertreten? Wollt ihr dort auch Gott gehen, wann heute ihr rechten wollt? Moin je, dort je chen Gott täuschen, wenn man einen Menschen täuschen kann? Jo, dort je Menschen, die denken, dort se Gott den Herrn täuschen chen. Diese Menschen, sie mögen meistens ein sehr freundliches Gesicht. Sie lächeln viel und sie tun so, als wenn sie keine Sünden im Leben haben. Doch in der Bibel lesen wir, wenn wir behaupten, dass wir niemals schuldig geworden sind, dann mögen wir Gott zum Lehner. In sein Wort, das kann nicht an uns wirken. Und nun werde ich uns eine Geschichte vertellen, von ohne Vogelscheuche. Werfen und wort ohne Vogelscheuche es. Ja, genau, dort es ohne gemürkte Pop, in der stahlt man einen Gordon in oder auf dem Feld, und dann dünn die Ferien nicht dahin kommen und dort alle abfreden, wo dort im Frieden es. Wo die Vögel, die Ferien immer so schön schmecken dort. Jo, die Ferien, die luden sich von so einen Ström antäuschen. Aber wollt ihr wollt, die Hosen, die sind viel klüger. Die luden sich gut von so einen Ström antäuschen. Die sagen dann, ha, das esse nicht mal die Bücher. Die Bücher sind jedoch ganz anders. Diese Ströpop, die bewegt sich nicht mal. Und dann kommen die in Eden alles, was ins Garten gefällt. In den steht dort überhaupt nicht, wenn da ohne Ströpop steht. Auf dem Feld. Und in der Ferien, die lohnen sich aber so enttäuschen. Den schmeckt ihr die Tiener, von dort Korn immer so schön, wenn die am Mähstrieb sind. Und dann kommen ja hunderte von Spatzen in den Frieden, dem halbrieben Korn auf. In den Bücher, die wollt sich Mäß nicht ruht mit den Fehl. Ah, wenn ich dort auch kein Wasch jören, und damit er mir doch nicht die ganze Ernte abfrieden dürfen. Dort sind doch so größere Holz. Und dann stund ich zum Morgen ab und dann wollte ich die Weiß jagen. Ganz tätig stund er ab. Dann ging er in sein Feld. Aber dort hat nichts. Als er auf sein Wettfeld kam, da musste er vorstellen, dort die Herren spotzen, und lang du warst werden, in ihre Buchs all richtig vollgestoppt haben. Ja, die spotzen,
da stun einfach ein bisschen Tidja ab aus der Bühne. Und wenn die Bühne erst absteht, dann sind die all fansot. Und dann flehen die nach dem Nova auf dem Kirschbaum. Und dann fräten die da noch die röde Kirschen ab. Und die sind da bisschen lüd. Und die zwitschern. Und sie sind so ja übermütig. Und das hört sich so aus, wenn die schrien. Etsch, etsch, die Dame Bühne. Wir haben unsere Portion auch lang geholt. Hat's nicht so lang schlupen sollt. Und wir wollen nächstens Mal ist weiterkommen. Ja, der Bühne, der fuhrt sich um den Kopf. Heu dacht, was soll heu denn? Dass heu sie in den Götten weht, doch auch für sich behüllen kann. Sie werden doch auch den Winter Brot essen. Wenn das ist das wieder geht, dann wurden ja dort schon die Zähne blieben, die Fehl, die Fräte, das sperrt sich so, die wurden niemals so. Und dann voll am Wort ein. Ah ja, heu kommen ein Hüß, dann nommen heut zwei Stadja, dann dort ja durch Ströhrung weiteln, und dann dort ja so lang durch Schofen battert erst Boing gof, und badet ein Liefgof und dort gof ohne Ströp ab mit zwei Ohrens. Und dann tragt er den Ströp ab seinen ölen Rock an. Dann sah da der Ströp ab seinen ölen Hüt auf dem Kopf und gof den Ströp ab noch ein Stock in der Hand. Und aus allen Spotzen schlug mir gut werden, dann nahm er diese Vogelscheuche. Und dann drückte der Rüd auf sein Wettfeld. Dort sah üd aus dem Leben der Mensch. Und zum Morgen, aus den Spatzen, dann tiet ich zum Morgen nach dem Acker flüchen, wo sie weiter wollen ihre Buchs vollstoppen von der leckeren Zähne. Dann sollen sie, oh, was ist hier? Von dir ist hier die Bühne, tiet ja abgestunden aus wie? Der steht da mitten im Feld mit seinem ölen Rock und der hat einen Stock in der Hand. Bestimmt wollte uns damit waschjuchen wollen. Oh, oh, das lässt so gefährlich aus. Und dann deuten die Spatzen beim Nuber auf dem Baum flehen und dann lüden sie. Aber der Bühne da mal wird wasch gehen. Aber der Bühne, der geht dann nicht wasch. Und die Lüden und Lüden und die Bühne gehen doch nicht weich. Also flüchen die hungrige Spatzen weich von dir. Jo, denn ihre Möhren, die werden ganz ladig geblieben. Sie müssen sich was anderes sehen. Und Temerleit hat die Bühne nur wohnt nach Wort, dort er seine Ernte kann aufhören. Jo, heu freut sich so, er dort böse Ernte wird. Und dort der Fehl dort nicht herausgefunden hat, dort heute ins Betrügen dort. Ja, die dachten, dort wird die Bühne, dort wird aber nicht die Bühne. Dort wird auch bloß ohne Pop. Und die Bühne, die wird früh, dort hat die Vögelchen so dumm gelegt. Ja, man kann manchmal Menschen und Tieren täuschen. Aber Gott, der Herr, der sieht bei uns ein Hort nähen und heute hat alle unsere Gedanken. Du wirst, weil wir immer bei der Wahrheit blieben und weil wir auch nicht unsere Eltern täuschen. Unsere Eltern, die kennen auch so manche Testchen, die wir täuschen wollen, aus kleinen Tänen. Und du wirst, mit wir nicht versehen, den auch zu täuschen. Und nun werden wir beten. Leuwe himmlischer Vater, du kennst unsere Horten. Du willst alles, was wir denken. Wir können die nicht täuschen. Für die sehr wie außen abgeschlörnet Bilderbüg. Du kannst die alles unsäun bei uns in Horten. Halb uns, dort wir immer abrechtig sind. Amen. Ihr seid der Mund, der Schaum, so, ihr die Frau, ihr die Frau.
gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Das wird die Kenya-Ohndacht über das Bürg, denn ihrer ist das Himmelreich von Jost Müller-Bohn.